Mr. Mike. Heute zeige ich euch meine neue Technik. Ich habe eine alte Technik, über 18 Jahre erfolgreich gewesen. Jetzt wird es Zeit zu ändern. Das ist die alte Technik. Sieht Bombe aus, gell? Jetzt kommt die neue Technik. Das ist relativ schwierig, deswegen nicht wundern, dass ich beim ersten Mal nicht treffe. Ich zeige es nochmal, nicht explosiver. Das war schon wieder die alte Technik. Ja, bei der neuen kann ich kurz erklären. Die alte, da hat man von der Ferse abgehört, Zehenspitz, Sprung. Bei der neuen muss man versuchen, mit Beinfüßen so aufzukommen und bam, nach oben zu explodieren. Ich versuche es nochmal. Ich bin relativ neu, gibt mir 2 bis 3 Wochen. Dann habe ich es technisch drauf. Aber mit der hat man einfach mehr Höhe. Und vor allem mehr Power. Die klopft mir nicht, er juckt ins Brett, da merkt man einen Unterschied. Alte Technik. Neue. Wie gesagt, bei der neuen Koordination ist noch gar nicht drin. Ich sag ja 18 Jahre eine alte Technik und dann von heute auf morgen neu. Es wird ein Kampf, aber ich probiere nochmal. Schade, es war schon wieder die alte, so schwer. Muss ein bisschen Takt reinstecken. Also du landest beim Absprung gleichzeitig mit auf beiden Zehenspitzen. Also beim Absprung komme ich sofort in diese Position, wo ich sonst nicht gesprungen bin. Früher war abrollen. Erst auf die Ferse und dann. Genau. Und hoch. Hm. Die ist relativ schwierig, ich schätze mal. Ein Dank, was klappen kann, ist, wenn ich den Ball in der Zeit, wo ich springen will, aufsetze. Ich glaube, da habe ich einen richtigen Takt. Die alte, gemischt mit der neuen. Ich lege mich auf den Kopf. Ich probiere jetzt einmal mit dem Ball hoch. 360, glaube ich mal. Da erkennt man den Unterschied gleich. Das war jetzt mit der neuen. Bei der alten bin ich langsamer. Ich glaube, bei der neuen lassen wir mal für 60. Machen wir mal die Basic. Ja. Basic. Schau. Das kann man 10 mal üben. Ja. Zum Kommen. Noch einfach ist, wenn dir einer einen Loop gibt, dann hast du eine Aufgabe weniger, aber ich möchte weitermachen. Also 2 bis 3 Wochen, dann gibt es eine neue Technik. Und die werde ich dann Step by Step erklären. Bis dann.